Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei Metro Exodus vor unserer Spritztour. Wir in der letzten Folge haben wir ja uns in die Tiefe nicht eines Archives aufgemacht, um Karten zu finden, die uns an einen sicheren Ort bringen sollen. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Fahrer. Alle Mann zuhören, der Baron wird jetzt reden. Also Leute, ich habe per Funk mit dem Boss dieser Zugbande gesprochen. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Zum einen ist dieser Boss ein waschechter Oberst. Und er macht hier keine Vergnügungstour. Oh nein. Er wurde vom Oberkommando zu einem Einsatz hergeschickt. Bezüglich der Details war er Rechtsfrage. Wobei der Begriff Einsatz auch geheim impliziert. Und wenn ihr glaubt, das ist alles, dann liegt ihr schwer daneben. Habt ihr eine Ahnung, woher dieser Oberst kommt? Direkt aus Moskau. Ich hab schon lange nicht mehr so gelacht. Aber das ist doch immer nicht alles. Dieser Clown will unser Wasser, unser Treibstoff und das Transitrecht. Ein vernünftiger Mann, nicht wahr? Und im Gegenzug wird das Oberkommando uns später sicherlich belohnen. So eine Hühnerkacke habe ich schon lange nicht mehr gehört, Leute. Ich weiß nicht, wer dieser Oberst ist und wer ihn erzählt hat, dass wir alle Vollidioten seien. Aber das können wir nicht durchgehen lassen. Deshalb folgendes. Wer auch immer mir ein Mitglied dieser Zugbande lebendig bringt, nein, bitte nicht. Kein Kopfgeld. Auf einen Gast aus Moskau bin ich echt neugierig. Weitermachen, Leute. Der Baron hat gesprochen. Ich halte das für keine gute Idee, jetzt hier lang. Ach, das ist der Weg hier, ne? Warte mal. Genau, das waren die. Genau, diese bewachten Türme. Oh, weia. Ich presche durch. Ich versuche durchzupreschen. Hier sind bestimmt überall böse Buben. Ich halte das für keine gute Idee. Ich halte das für keine gute Idee, mit dem Auto hier lang zu fahren. Wir fahren jetzt hier mitten durch. Alter, sieht das cool aus. Ach, das Auto ist nicht mehr das Beste. Das Auto ist nicht mehr das Beste. Ist auch schon mal bessere. Hat auch schon mal bessere Tage gesehen. Alter Schwede. Okay. Sollte ich da vielleicht mal aussteigen? Ich guck mal, nur mal so neugierig, wie ich bin. Sind bestimmt überall Sachen. Zum Gucken. Munition brauchen wir ja auch. Für den Fall, dass ich nicht sofort zurückkommen sollte. Okay, hier ist eine Lampe. Hier ist ein. Eine Lampe ist hier, okay. Gut, dass hier eine Lampe ist. Sonst nichts. Will ich mich verarschen. Sonst ist hier nichts. Ah. Gehen wir da hinten hin. Hier sind doch bestimmt über. Es ist so ruhig hier, Alter. Es ist einfach zu ruhig. Natürlich. Kaum sagt, es ist zu ruhig, kommen hier schon die. Die beschissenen Ghule. Achso, Anna, du bist es. Hey. Hi, Schatz. Hey, Schatz. Sieh dir meine Bude hier an. So viel Luxus hatte ich in Moskau nicht. Ja. Trotzdem ist es hier zu heiß. Ich habe das Gefühl, bald flach zu liegen, wie Stepan. Du liegst bald wahrscheinlich flach. Siehst du den Kran am Dock? Mhm. In der Kabine ist jemand. Ich kann ihn nicht sehr gut sehen, aber ich glaube, er hat mich gleich bei meiner Ankunft bemerkt. Scheint eine gute Position zu sein, um unsere Basis im Auge zu behalten. Solltest du dir also mal ansehen. Jetzt sieh dir das kaputte Boot an. Siehst du es? Naja, es ist nicht wirklich kaputt gegangen, sondern vielmehr sorgfältig zerlegt worden. Ich habe Laster mit Käfigen an diesem Boot ankommen sehen. Anscheinend halten die Banditen dort ihre Gefangenen fest.
Dann ist da dieses Gebäude dort, hinter dem Hafen. Ich denke, das ist der Tower vom Flugplatz, bin mir aber nicht ganz sicher. Jedenfalls sollte es dort reichlich Ausrüstung geben. Vielleicht ist etwas Nützliches dabei. Mhm. Ach, du hast also die Karten. Du und Damir habt gute Arbeit geleistet. Ja. Oh oh, der Husten. Ich beobachte weiter die Bohrtürme, dann kannst du dein nächstes Ziel aussuchen. Eieiei, komme ich da mir rein? Verdammt, ich wünschte, ich könnte endlich den ganzen Sand abwaschen. Hoffentlich verlassen wir die Wüste bald. Ja, ich hoffe auch. Wenn du zum Hafen willst, auf dem Dach gibt es eine praktische Seilrutsche. Mhm. Mal sehen. Aber erstmal müssen wir zu Aurora zurück. Wir müssen schauen, dass wir mit dem Oberst reden und wir müssen zur dringend gucken, dass wir eine Werkbank aufsuchen. Ohne das geht's nicht. Erst dann kann ich reagieren und machen und dann hier. Huch, aua. Die Musik, Alter. Ich sollte lieber zu Fuß gehen, ne? Das ist vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Vielleicht besser, oder? Ich lasse das Auto mal stehen. Kann einer ja noch mitnehmen, notfalls. Okay, hier sind... Ah, cool. Ein paar Gegenstände. Warum sind die überhaupt noch da? Warum haben die Dinger nicht schon längst geplündert? Die warteten so lange. So, ein bisschen was mitnehmen. So. Ich gehe dir mal zu Fuß. Ich kann da, glaube ich, besser mit um. So, kurz auf die Karte gucken. Die Aurora. Wir sind also genau richtig. Wir gehen genau auf die Aurora zu. Das ist gut. Und hier ist keiner von den Typen. Das ist mir hier zu ruhig, ehrlich gesagt. Es ist mir hier einfach zu ruhig. Es ist mir hier zu ruhig. War das mit dem... Waren wir hier schon? Ich glaube, ne? Das stimmt. Komm, genau. Wir laufen jetzt, glaube ich, direkt auf den... Ja, genau. Hier sind die Tanker. Wir laufen direkt auf die Aurora zu. Das ist gut. Ah, Vorsicht. Achtung. Wir laufen direkt auf Aurora zu. Das ist gut. Aber das Auto sollte ich vielleicht doch holen, glaube ich. Da wir jetzt ja wirklich nur noch hier langfahren müssen. Komm, ich... Egal, ich hole es mir eben kurz zurück. Warte. Da kommt wieder ein Sandsturm, glaube ich, ne? Ich glaube, da kommt wieder ein Sandsturm auf uns zu. Oh nein. Auf jeden Fall haben wir uns ja schon ein bisschen umgeguckt hier. Wir wissen ja, dass halt ein Schiff war, ne? Das Schiff kennen wir ja. Wir waren nur nicht ganz... Wir waren da auch böse Buben drauf. Wie geil. Geil gemacht. Das Spiel ist einfach nur hammergeil gemacht. Oh, Sturmschnell vorbei. Kein Sturm mehr. Ich hole kurz das Auto. Ne? Was wir haben, haben wir. Damit ich nicht nochmal hier hin muss. Was wir haben, haben wir. Das haben die anderen nicht. Okay, also hier ist Anna. Okay, gut zu wissen. Was ist denn das? Kann man da vielleicht mal raus von hier mal gucken. Hä? Was? Was ist das? Ein Kunstwerk. Machen die auch noch Kunstwerke? Nur gucken hier. Nur mal hier runter gucken. Womit wir es hier zu tun haben. Okay. Das sind die heißen Quellen. Eieiei. Hier kann man sich schon verfransen. Was soll das hier? Was, warum? Okay, wir gehen zu unserem Auto. In Anführungsstrichen. Und fahren zur Aurora. Wir müssen mit dem Oberst drehen. Unbedingt. Ich muss dringend schauen, dass wir
auch die Werkbank benutzen. Okay. Das Auto ist nicht mehr sehr zuverlässig. Aua. Okay, hier sind auf jeden Fall keine bösen Buben, das ist gut. Die sind erst da an den besonderen Orten, die wir gerade gezeigt bekommen haben. Vermute ich mal ganz einfach, ganz stark. Auf dem Schiff auf jeden Fall. Haut ab! Haut ab! Haut ja ab! Haut ab! Hehe. So kann man sie auch ausschalten. Egal, ich muss zur Bahn. Ich muss mal einen Zug kriegen. Die Deutsche Bahn wartet nicht. Die Deutsche Bahn wartet. Hallo? Ich wollte gerne rüber. Okay, ich muss es hier parken. Anders geht es nicht. Na gut, parken wir halt hier. Bitteschön. So, ich bin wieder da. Moin, Leute. Moin, bin wieder da. Ich bin zurück. Keiner hier? Keiner am Arbeiten? Da, doch, da ist jemand. Moin. Nee, erstmal noch nicht. Erstmal muss ich hier rein. Ich muss hier hin. Toll, zugemacht. Arschloch. Arschlöcher. Okay, komm mal hier rein. Okay. Okay, die haben sich eingerichtet hier. Das ist gut. Nimm also Platz, ich bin gleich da. Nimm Platz, Artyom. Etwas Wasser übrig gelassen. Das ist jetzt sehr knapp geworden. Was für ein Wetter draußen, Alter. Hey, na? Glück gehabt da draußen. Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Mhm. Nicht verstanden. Wiederholen. Verstanden. Wiederholen. Hä? Was war das denn? Weit fahren. Setz dich zum Komm, den Platz, Artyom. Du musst erschöpft sein. Okay, wo darf ich sitzen? Hier? Wo darf ich sitzen? Hier, okay. Auf dem richtigen Stuhl, okay. Keine Kiste. Genau, mit Ende und aus. Hast du sie? Ja, bitte, gute ich hab Arbeit, sie. 1000 Kilometer liegen vor uns. Fang schon mal damit an. Ich komme später dazu. Das sind viele Daten. Je eher wir sie analysiert haben, desto besser. Die Karten haben. Jetzt müssen wir nur noch einen Ausweg von hier finden. Und das ist der schwierige Teil. Wir brauchen Wasser für die Aurora und das Team. Einige leiden bereits an Dehydration. Und es wird immer schlimmer. Außerdem brauchen wir Treibstoff. Die einheimischen Banditen haben das alles. Ich habe bereits ihren sogenannten Baron kontaktiert, aber seine Bedingungen sind inakzeptabel. Juhl hat uns gesagt, wo es Wasser gibt, aber es wird natürlich gut bewacht. Damir hat die Stelle ausgekundschaftet und meint, dass wir sie heimlich infiltrieren können. Also, Artyom, wenn du bereit bist, triffst du dich mit Damir. Okay. Euer Ziel ist es, Wasser zur Aurora zu bringen. Scheitern ist keine Option.
Viel Glück, Artyom. Wir zählen alle. Christ, wie ist das Wetter? Der Sturm scheint vorüber zu sein. Ich gehe zurück zum Posten. Mach mal das. Perfekt. Mach mal den Zug auf. Ich muss doch mal kurz in die Werkbank. Artyom, während du draußen warst, habe ich noch was für das TH fertiggestellt. Meine Werkbank steht dir zur Verfügung. Hä? Die da? Opa Yamak, hast du noch Wasser übrig? Tja! Hey, hier, ich habe da was für dich. Onkel Artyom, ist die für mich? Wow, danke sehr. Guck mal, Opa Yamak. Opa. Ich habe jetzt eine eigene Feldflasche. Na, dann müssen wir nur noch etwas Wasser finden. Dann hast du deine eigene Reserve. Ja, das stimmt. Oh, danke sehr. Da hinten liegt ja, da sind ja eigentlich ein paar Seen, oder? Kann man die nicht irgendwie filtern? Wahrscheinlich ist das Salzwasser, ne? Was hast du herausgefunden, Idiot? Was soll ich sagen? Wir sind definitiv nichts was Neues. Ist der Zug wieder auf? Ich muss mal kurz da dran. Wo ist denn die Werkbank von dem? Hast du schon die neue Munition ausprobiert? Ach, da ist sie. Okay, wunderbar. Ich hab sie. Ich kann also auch die benutzen. Okay. Scheißegal wie, aber ich muss sie haben. Ich brauch sie. So, Filter muss man wieder ein bisschen erhöhen. Munition brauchen wir auch. Aber kann ich nicht viel machen, ne? Du hast also einen Überblick? Ich kann nicht viel Munition bauen. Dann Ärger aber auch. Stahlkugeln. Na gut. Schade. So, wir können, glaube ich, hier irgendwas Neues machen. Da ist irgendwas Neues. Automatisches Druckluftsystem. Permanent Luft ins System, wenn der Druck zu gering ist. Die Handpumpe kann trotzdem noch genutzt werden. Also automatisch. Wenn sie leer ist, macht die automatisch. Okay, das klingt schon mal ganz gut. Das klingt ganz gut. Okay. So, wie gesagt, in der nächsten Folge gucken wir mal, dass wir uns aufmachen. Ein paar Wasserreserven zu finden. Der Zug ist komplett zu, ne? Der Zug ist komplett zu. Deswegen haben wir auch die neue Werkbank eben in der Kommandozentrale. Aber das Licht hätte sie ausmachen können da innen drin. Naja, machen wir mal eine kleine kurze Pause, kleine kurze Pausenfolge. Und sehen uns dann relativ zügig wieder, wenn wir Wasser suchen. Und das andere Zeug auch. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Mal das gut, bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter hier bei Metro Exodus. Wir haben auf jeden Fall unsere Karte abgeliefert. Haben ein bisschen an unseren Waffen rumgeschraubt. Und nächstes Mal machen wir uns dann wieder auf. Ja. Wohin auch immer. Mit irgendwelchen Ausgängen. Ich rede hier nur Quatsch, ich weiß. Ich brauche mal ein bisschen Pause. Ich muss ein bisschen entspannen. Das tue ich jetzt auch. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Kommentare geben und so weiter und so fort. Ich würde mich sehr freuen. Hier bei Metro Exodus auf meinem Kanal. Also, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Also, ciao und bis zum, ja, in die Wüste. Bis zum nächsten Wüstengang. Also dann.